Aber es ist schon ganz schwer. Vor allem Königspinguine, die großen. Und du brauchst jemanden, was nur witzig ist, jemand, der die Pinguine aufstellt, weil wenn die nach oben schauen, oben fliegt ein Helikopter vorbei, fallen sie um und können selber nicht mehr aufstehen. Da muss man jemanden haben, der sich immer wieder aufstellt. Aber das lässt sich alles lösen natürlich, das ist schon klar. Dann muss ich Sie wenigstens bitten, mir die ganze Aufmachung zu zeigen, nicht wahr? Kostüm, Maske und so weiter. Ja, ja, sagen Sie, warum sind Sie denn noch nicht angezogen? Was wollen Sie denn? Ich bin doch schon in Kostüm und in Maske, aber Sie noch nicht. Oh, reden Sie doch nicht so dumm daher. Fangen wir lieber gleich an. Anlässlich des Einzuges Kaiser Ferdinand des 33. im Jahre 1325 gestatten wir uns nachträglich
noch ein Duett zum Vortrag zu bringen. Wir beginnen mit dem Anfang. Blasen Sie auch die erste Stimme? Ja, jetzt haben wir alle zwei die erste geblasen. Aber bei einem Duett muss ja einer die erste und der andere die zweite blasen. Natürlich. Das ist ja ganz klar. Lassen Sie auch wieder die zweite. Eine die erste und der andere die zweite. Ja, ist ja recht, und da habe ich jetzt den einen gemacht. Nein, Sie hätten den anderen machen sollen. Ja, das hätten Sie mir doch sagen müssen. Habe ich Sie nicht gesagt? Na, gar nichts haben Sie gesagt. Einer die erste und der andere die zweite. Na ja, aber freilich, aber was für einer? Das ist doch gleich, ja so. Ja so. Ja, also eben. Pass auf, machen wir so, blase ich die erste und Sie die zweite. Ich kann die erste und die zweite. Was? Ich kann die erste und die zweite. Ja. Natürlich. Ja, dann brauchen Sie ja mich überhaupt nicht dazu, dann kann ja ich nach Hause gehen. Nein, ich meine so, mir ist es gleich, ob ich die erste oder die zweite kann. Naja, mir ist es ja auch gleich. Ja. Also dann blasen Sie die zweite und ich die erste. Ja, meine Herrschaften, vielleicht sind Sie sich bald einig, ja? Außerdem, Sie wollen unbedingt die erste blasen, das weiß ich natürlich nicht. Unbedingt will ich lieber gar nicht mehr blasen. Nein, also jetzt blasen Sie die zweite und ich die erste. Aber haben Sie denn keine Noten? Ja, aber wenn wir Noten an, nach Noten können wir nicht auswendig blasen. Das ist ja auch nicht notwendig. Die Noten für die Herrschaften bitte. Schnell, ja. Ah, das sind ja... Ja, ja, das ist was anderes. Ja, ja, dann geht's. Aber da kann ich nicht blasen, wenn ich die Hände nicht frei... Ich habe die Hände nicht frei, da. Ja, bei mir wird's auch nicht gehen, denn wenn ich das Buch halten muss, dann kann ich ja nicht auf meine Klappen drücken. Wie machen wir das? Ich habe eine gute Idee. Was? Meine Noten hänge ich Ihnen hinten auf und Ihr, so. Ja und? Und Ihre Noten hängen Sie ihm auf. Ihm? Wo ist denn der? Mir. Sind Sie der ihm? Ja, für Ihnen schon. So, das habe ich gar nicht gewusst. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Das ist eine gute Idee von mir. So, dass einer den anderen hinten einschauen kann. Ja, das ist sehr gut. Ausgezeichnet ist das. Da schauen Sie aus wie ein Segelflugzeug. So. Sie müssen dastehen. Sie haben meine Noten hinterm Rücken. Ja, wieso? Freilich. Ich muss das. Natürlich, Sie haben meine Noten. Das glaube ich kaum. Selbstverständlich, Sie haben meine Noten. Jetzt fangen Sie an. Halt. Moment. Das stimmt ja nicht. Wieso? Sie müssen vor mir stehen. Ich? Ja, freilich, denn sonst sehe ich nicht in meine Noten da hinein. Ja, so. Jetzt drehen Sie sich um. Ja. So ist gut. So ist gut. Ja. Aber Moment. Jetzt warten Sie. Fehlt da wieder einer. Ja, oder? Und da fehlt auch einer. Nein, das... Wissen Sie was? Das ging schon, aber das geht nicht. Aber so geht das doch nicht, meine Herrschaften. Bringen Sie mal ein paar Notenständer her. Ah, wenn der Notenständer hat, dann können Sie ja das Buch herunternehmen. Ja, ja. So. So lange kann ich aber nicht warten. Da werden Sie nur schwer tun, allein mit dem Buch danach dem. Ja, ja. Ja. Ja, wissen Sie, wenn da wenigstens einer da wäre, der mir helfen könnte. Ja, ja. Es ist schon niemand da auch. Ja. Geben Sie nur Rechte mir. Oh. So. Danke. Bitte. So ist wunderbar. Moment, ich hab's gleich. Sieh, das geht wieder nicht. Wenn ich mich da vorne runterbück, dann fällt mir immer vorne der Hut hinunter. Ah, bei mir ist genauso. Aber umgekehrt, verstehst du? Wieso? Ja, wenn ich da hinaufschauen muss, dann fällt mir der Hut immer hinten unter. Mir vorn? Ja, und bei mir ist es noch dazu sehr unästhetisch. Wieso? Ja, weil wenn ich so blase, dann läuft mir immer der Saft von der Klarinette immer da. So geht das natürlich nicht. Sie müssen selbstverständlich andere Notenständer haben. Hier, probieren Sie meinetwegen weiter. Ich muss ins Büro. Lächerlich mit Ihnen hier.
ganz praktisch. Ganz praktisch. Da können Sie da blasen. Und ich da. Und ich da, ja, das geht wunderbar. Ja. Warum sehen Sie denn nicht, dass der gewachsen ist? Das weiß ich. Wir haben es da geblasen. Es ist der Notenständer immer höher geworden. Wenn man keinen Stuhl dabei hätte, kann ich nicht mehr nachschauen. Ja, was ist denn das? Jetzt sind wir am Stuhl drum gestanden, jetzt ist er wieder ganz herum. Jetzt brauchen wir natürlich keinen Stuhl mehr. Das ist ja ganz unheimlich. Ja, wie geht denn das? Ah, sieh, jetzt habe ich etwas entdeckt. Gehen Sie her, ich auch. Was? Da hat jemand einen Kunstdinger hingeschmiert und durch das ist der Notenständer so gewachsen. Ausgeschlossen, ich habe es gesehen. Da liegt eine Schnur am Boden und an der Schnur zieht der wahrscheinlich immer an. Dann wird der Notenständer höher und wieder kleiner. Den schneiden wir jetzt die Schnur ab. Eine längliche Schnur? Ja, kommen Sie her, ich zeig's Ihnen. Kommen Sie her, leise, leise. Geben Sie Obacht. Da ist eine Schnur. Da, zieht die ziehen wir jetzt da an, die da, Schnur. Das zieht ja. Ja. Für Sie zu nieder. Ach, den kann ich Ihnen höher machen. Passen Sie auf. Sie. Was denn? Was ist denn wieder? Der ist hinaufgefallen. Der ist hinaufgefallen. Ach, Unsinn. Dann probieren Sie es eben mit dem da. Der geht auch, ja. Sie dürfen nicht direkt daherblasen, da zieht es ja. Jetzt habe ich es gesehen. Mit dem Fuß haben sie es aufgeschossen. Oh, Schmarrn. Non. Kommen Sie. Der fliegt davon. Jetzt, wenn der das Fenster nicht zumacht, dann fliegt er ihm hinaus. Ja, er wird schon zumachen. Wir haben jetzt den letzten Notenständer. Hoffentlich ist das der richtige. Hoffentlich klappt es jetzt. Thank you.